Juten, huhu und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge FC24, Coach Bommel und Wrexham. So, wir müssen hier ein bisschen was tun, weil die sind, obwohl es geht, bis auf Aladdin. Da kommt jetzt also mal wieder Bigger Steph von Anfang an. Und da kommt Mendy von Anfang an. Und hier kommt Boye von Anfang an. Ja, finde ich prima. Dann kannst du losgehen. So, und die sind fast gleich stark wie wir. Die haben, glaube ich, so ja 1 Punkt mehr oder 2 Punkte mehr. Wird also nicht einfach gegen Mansfield Town. Okay. Also ich bin der Meinung, er war noch nicht im Aus, aber gut. Wer bin ich, dass ich EA Sport vorschreiben soll? Auch schön, dass er erst richtig losläuft, nachdem er nicht mehr an den Ball kommen kann. So, wir sind da oben, ne? Solbakken, jawohl. Irgendwie, du läufst uns aus. Es ist schon mal schön, dass wir hier ordentlich Druck machen, aber das ist halt nicht schön. Jawohl. Mandy, wenn ich das richtig gesehen habe, jawohl. Wichtig. Weil wir wissen ja, wir sind trotzdem immer für ein Tor gut, also für ein Gegentor. Schön abgelaufen. So, jetzt haben wir unser Tor gemacht und jetzt dürfen wir nicht mehr. Oh doch. Wolle, warum läuft er nicht weiter? Ach Leute. Das ist so beknackt. Face it, face it. Natürlich, natürlich. Aber trotzdem, wir haben gewonnen. 1-0, wichtig, 3 Punkte. Wir gucken mal, wie es aussieht auf der Tabelle. Weil jetzt dürfen wir sie ja sehen, ist ja kein... War ja kein Pokalspiel. Wir sind Dritter. Wir sind Dritter. Aber 10 Punkte auf Salford, das wird nichts mehr. Ja, oder kann halt wirklich sein, dass wir zum Ende. Ja, das war's. Das war's. Ja, dann ist es halt so. So, jetzt haben wir zwar an zum ja, wir haben nur ein Angebot, wenn ich das richtig sehe, ja. Und zwar von Crawley Town, auch in der League 2. A warm welcome to you. Ja, und das ist eben halt so komplett dumm, ne? Das ist wirklich so komplett dumm von EA Sports, weil
Wir waren auf einem guten Weg. Ich glaube, die sind sogar, wo war hier die Tabelle? Wir waren auf dem direkten Aufstiegsplatz. Und ja. Wie viel haben wir denn eigentlich noch? Achso, die Jugendmannschaft, siehst du. Was haben wir denn da? Kann raus. Kann raus. ZUM kriegt einen Entwicklungsplan. Der sieht gar nicht mal verkehrt aus. Und er. Oh, vom Tempo her schon mal gar nicht verkehrt. Wir probieren es mal mit dem. Da waren noch drei. Eine 73, dann kommst du mal weg. Aber ich kann mit der Aufstellung nichts anfangen, tut mir leid. So, 73, ZUM, eine 58, ne, wir hätten hier doch einen besseren, ne? Genau, Saya mit einer 61, der hat nur eine 54, hat aber eine 73, und oh, der hat eine 87, okay. Wie haben wir denn so viele schnelle, aber auch so viele schlechte Spieler. Der hat eine 78. Das ist ja ganz schlimm. Also da haben wir ja wirklich ordentlich was vor. Damit. Damit was zu reißen. Thank you everyone for joining us. We're going to start questions now. Also ich Guys, glaube we're nicht, dass gonna die end here. viele Thanks so Chancen much for coming bekommen. today. Ich spiele jetzt nicht das Spiel. Ach, Kacke. Wollt ihr ja nicht. Wo ich vielleicht für das erste Spiel gar nicht so. Oh, guck da mal, der kommt da gar nicht aus dem Knick.
Ja, na. Wie wir gesehen haben, das wird wohl nicht einfach. Weil die sind zwar schnell, aber eben halt von anderen Skills anscheinend nicht, weil. Sehr schön, komm, dann auf. Genau deswegen. Also ich glaube nicht, dass wir hier großen Erfolg haben werden mit der Mannschaft. Mann, Luft. Oh, ey, du den zugeteilt bekommst, ist Weihnachten vorbei, ey. Voilà! Unser erstes Tor als Crowley Town Coach dürfen wir miterleben von, na, wer war's? Das wird doch gerne mal erzählen. Ich hätte ja gedacht, dass sie den blocken, aber, ne? Zweier, Kamadai Zweier, das ist doch der, den wir eingewechselt, also in die Startelf rotiert haben. Der. Okay. Puh. Wie die Tore fallen, ist mir sowas von egal. Hauptsache, sie fallen. Hauptsache, sie fallen. Zählt, glaube ich, als Eigentor, weil der Torhüter dem ja nochmal die entsprechende Richtungsänderung gegeben hat. Okay, also Melor scheint schneller zu sein als mein irgendwas in die 80er Mittelfeldspieler, gut zu wissen. Yeah, Leute, ist nicht euer Ernst. So, sehr schön.
Hä? Hä? Was jetzt wie Holzbeine oder was? Ey, das ist ja. Ja, was soll ich dazu sagen? Ja, natürlich. So. Ey, die bewegen sich ja, als ob sie wirklich zwei Holzbeine haben. Das ist doch Quatsch. Ey Leute, nur weil ich schlechter Fußballspieler bin, heißt das doch nicht, dass ich mich nicht bewegen kann. Was ist denn das für ein Blödsinn? Natürlich. Was ist das für ein Schuss gewesen, ey? Der war drinnen. Oh, aber auch aus dieser Entfernung an die Latte zu schießen. Also, da gehört schon echt Skill zu. Der war nicht geplant. Boah, natürlich, gleich lassen sie den durch. Uff. Gott sei Dank ist der Gegner nicht unbedingt viel. Was macht er denn da? Ey, der sollte zu dem. Boah. Hallo? Ey. Ja, natürlich. Natürlich. Ach, ey, leckt mich doch. Das ist doch so ein Schrott. So eine Pässe, so eine Abwürfe, das gibt's doch gar nicht. Echt. Also wer sieht. Also ich glaube, Abwürfe, das lernst du in der zweiten Stunde, wenn du dich beim Fußballtraining eingetragen hast. Er kann ja auch richtig schießen. Richtig, 4-1. Aber das wird hier echt. Na gut, okay, die Saison ist eh abgehakt. Und gucken, dass wir eben halt uns auch von unten fernhalten. Aber ich glaube, wir sind im gesicherten Mittelplatz, wenn ich das richtig gesehen habe.
Oh, wir haben gewonnen. 4-1. Finde ich prima. Some questions regarding the match. Also ich glaube, das Ding hätte man nicht gewonnen, wenn wir Highlights gespielt hätten. Thanks, that's all the questions we have for you. Tut mir leid, aber ich kann Stolperfuß Aussie nicht wirklich loben. So, mal gucken. Sehr schön. So, ja. Erstes Spiel beim neuen Team gewonnen. Finde ich super. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Bis dahin, danke und tschüss.